das sieht schon fett durchzogen aus. Das ist ja fast nur Fett. Nicht so wie beim Billigschlachter nebenan. Wirklich, und jedes Mal kaufe ich das. Ich denke mir, wo ist das Fett, Leute? Das, wie soll das schmecken? Und herzlich willkommen aus wunderschönen München. Ich bin auf einer dicken Fresstour. Schon etliche Sachen getestet. Heute wird Hans Kebab getestet. Der teuerste Kebab Münchens. Nee, gar nicht wahr. Der teuerste Kebab ganz Deutschlands. Ich glaube 35 Euro. Es gibt schon viele Videos davon. Ich habe ihn mit Absicht, um mich nicht beeinflussen zu lassen, noch kein Video davon reingezogen. Ich bin übertrieben gespannt, ob das vielleicht auch wieder so wird wie Hoteldöner Adlon, was viel gekostet hat, aber am Ende des Tages ja nicht so wirklich ein Döner war. Wir schauen nach. Ich danke euch für eure Kommentare auf jeden Fall. Haut mir auch eure Kommentare wieder rein. Ihr wisst, ich fahre jetzt auch in Kleinstädte. Ich fahre in Süden. Ich fahre überall hin. Ballert mir das rein, supportet mich damit, damit das Video schön vorgeschlagen wird. Und jetzt gehen wir hin zu Hans Kebab. Also, da sind wir am Start. Hans Kebab, legendär. Hier haben wir schon die Männer der Stunde. Moin, grüßt euch, grüßt euch. Ich sehe schon da oben 35 Euro, ne? Das bestellt ja nicht jeder, oder? Ja, ab und zu schon. Ne? Weil erst habe ich mich gerade gefragt, ich wusste tatsächlich nicht, weil ich dachte, es gibt nur diesen 35 Euro. Denn da dachte ich, wie viele Leute sollen denn kommen am Tag einen 35 Euro Döner kaufen? Nein, um Gottes Willen, das ist so eine, von uns einfach, dass die Leute mal probieren, das Fleisch aus Japan, so einen Premium-Döner einfach mal anzubieten. Da stimmt die Preis-Leistung auf jeden Fall. Das ist ein Kagoshima Short Rib A5. Qualität. Das ist eigentlich so die beste Qualität, die man als Fleisch bekommt momentan. Genau, aber ansonsten haben wir natürlich unsere Klassiker, den Original 72, vegetarische Varianten, also die ganze Palette durch eigentlich. Okay, und die Spieße hier, ist da auch dieser teure Döner dabei oder schmacht den extra noch mal irgendwie nach vorne? Der würde ja 20.000 Euro kosten, wenn ich einen Spieß alle aufhänge. Ja, stimmt, dämlich, ja, hast du recht. Wir werden jetzt erstmal einmal in die Küche gehen, am besten, ich gucke mich hier ein bisschen um. Ja, also das ist euer Fleischspieß, hier euer Standardfleischspieß, alles selbst gemacht? Kalb. Ganz wichtig zu sagen, Kalb, keine Bindemittel. Und das ist der gleiche? Genau, das ist der gleiche, das war schon weg. Okay. Mehr oder weniger. Sticht hier auch irgendwas raus, wo man sagt, so, das hat man nur, wenn man einen 35-Euro-Döner anbietet? Nein, nicht nur. Also wir haben auch den Döner des Monats. Den bieten wir meistens so von meinem Buch an, von meinem Dönerbuch. Da hast du einen Preis auch für bekommen, ne? Genau, den Deutschen Kochbuchpreis, die Goldmedaille dafür. Geil. Und, genau, und deswegen machen wir so jeden Monat eine kleine Variation, dass die Leute auch mal jetzt nicht nur den eigentlichen Döner, den sie eigentlich immer kennen, sondern wir variieren hier, siehst du zum Beispiel rote Bete-Hummus, wir machen natürlich Tulum-Käse, wir haben was mit Feigen, Smoked Paprika, Schafskäse, also immer so verschiedene Variationen, ne? Aber natürlich auch den normalen, ganz normalen, klassischen Döner. Okay. Ganz kurz Werbung unterbrechen für den Sponsor unserer heutigen Folge, Clark Versicherung. Danke erstmal Clark für den Sponsor und diese Folge. Ich möchte euch sagen, was für Vorteile ihr bei der Clark-App habt, beziehungsweise was Clark überhaupt macht. Clark ist ein Versicherungsoptimierer. Das heißt, sie schauen sich eure Versicherung an, grob gesagt, und gucken, was man besser machen kann. Man muss einfach sehen, und als Beispiel aus meiner Hand, ich habe irgendwann mit 20 meine Versicherung abgeschlossen, eine Haftpflichtversicherung. Ich wusste 6-7 Jahre später, nach ein paar Jahren Partyzeit, nicht mal mehr, dass ich überhaupt eine habe, geschweige denn wo. So, bei der Clark-App habt ihr alles in der Übersicht. Wo seid ihr versichert? Wie viel zahlt ihr? Man muss ja einfach mal sagen, es gibt so unendlich viele Versicherungen. Weiß einer von uns, wo man vielleicht weniger zahlt bei der ganzen Menge an Versicherungen oder wo man bessere Leistung kriegt? Nein, das weiß man nicht. Und Clark hatte eben diese Software, wo sie das für euch rausfinden. Und die Mission ist, ihr ladet Versicherungen von euch, die ihr bereits habt, hoch bei Clark, bis zu 3 Stück. Und für jede Versicherung kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein geschenkt. Ihr kriegt ein Angebot von Clark für eventuell eine bessere Versicherung, wenn es eine gibt, vielleicht auch nicht. Und nur für dieses Hochladen kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein. Müsst den Code Holle dafür eingeben und so optimiert ihr eure Versicherung. Müsst aber nichts annehmen. Und auch die App, alles ist kostenlos. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Frage ist jetzt, ich kann ja natürlich nicht alle Döner testen. So. Ja. Also auf jeden Fall den 35-Euro-Döner, so wird das Video auch heißen. Aber ich möchte auch, ich glaube, ich werde dann einfach den klassischen Döner. So wie du ihn. Wir können auch Folgendes machen. Wir haben auch so ein kleines Junior-Code. Ja. Damit du mal so ein paar Sachen probierst. Ja, dann würde ich den Döner des Monats, also den Döner des Monats, den 72er und den Klassiker. den Klassiker. Du kannst auch gerne ein paar Mal reinbeißen, den Rest zu hier. Ja, oder ich nehme den mit. Ich nehme den mit. Ja, pass auf, 3 waren zu viel. Ich nehme Monatsdöner klassisch und den 35 Euro. Okay. Und die probiere ich wieder rein. So, jetzt einmal kurz noch, bevor wir loslegen mit dem Döner, das ist der fermentierte Knoblauch, ne? Ja, der schwarze fermentierte Knoblauch. Schwarze fermentierte Knoblauch. Oha, der sieht edel aus. Teuer so ein Glas wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Also wenn man sich das
so erstmal von den Fakten her anschaut, spezielle Soße, anders, als ich auch zum ersten Mal gesehen habe, diese kleinen Kirschtomaten. Sonst sehe ich immer nur diese normalen Tomaten, die haben Kirschtomaten drauf. Und meine Diagnose, jetzt um ganz ehrlich zu sein, meine Diagnose, was ich vermute, der normale Döner wird besser sein als der 35-Euro-Döner. Ihr kriegt meine ehrliche Meinung dann, aber das ist meine Einschätzung. Laden füllt sich langsam, wird ein bisschen lauter, nicht wundern. Knuspriges Brot, auch vom Soßenstyle, ne? Merkst du sofort, ist anders. Relativ hoher Salzgehalt, kann man es mal sagen. Interessant mit den Tomaten. Die Kirschtomaten hier sind ja immer ein bisschen fruchtiger. Wundert mich, dass man das nicht öfter mal irgendwo sieht. Wir kommen jetzt zur Döner Nummer 2, das war Klassik. Jetzt kommt der Original 1972er. Ich werde jetzt den noch mal in Ruhe verköstigen und dann kommt das Finale mit dem 35-Euro-Kebab. Original 1972. Und klar, die eine Knoblauchsoße ist fermentiert, aber rein vom Ding her, der Mann hat sich ja beschäftigt, hat er erzählt, richtig intensiv mit der Dönergeschichte, mit allem. Also das ist nicht hier irgendwie Geschnacke, sondern das ist harte Recherche und das Buch wurde ja sogar preisgekürt. Also der hat da gute Arbeit geleistet. Dann gucken wir mal, was er macht. Scharfe Soße knallt gut rein. Für mich schön, Kindheitserinnerung, erinnert mich an Sultan Imbiss und Buxude. Habe ich euch schon ein, zwei Mal gesagt, habe ich auch ein Video damals zugemacht. Schöne Paprikanote. Für mich vom Herzen gefällt mir sehr gut. Guck mal hier, Leute, was wir haben. Wir haben hier einen jungen Unternehmer, der hat eine Dönertüte entwickelt für alle Gastronomen unter euch. Hier, guck mal, ganz schnell erklärt, ne? Genau, das ist die K-Bag hier, die ist ganz auf dem Markt, ich bin der Gia. Und im Endeffekt ist das die weiße Tüte und die Aluminiumfolie in einem. Das heißt, wenn der Dönermann anfängt, kann er hier befüllen. Ja. Kann dann die Tüte hier ausweiten und kann dann den Döner hier rein. Ah. Dadurch, dass du dann oben hier das Klebestreifen hast, kannst du hier abkleben. Einfach den Dönerzug dann. Das ist dann Takeaway. Ah, und dann kannst du oben aufreißen, wenn du genau. Essen willst. Ne? Essen willst, kannst du ihn hier oben auf. Ja. Kannst du dann noch hier auf. Du kannst es nicht machen. Ah, wie heißt das Ganze hier? K-Bag. K-Bag findet man so auch im Internet, ne? Genau. Ja, cool. Gian, schon mal von mir dein Feedback, ne? Denn der 1972er, den fand ich auf jeden Fall noch heftiger als den anderen. Okay. Ja, ich fand das heftig, die scharfe Soße, die hat mir richtig heftig gefallen. Ja. Und die Kombi mit dieser Schärfe in dem Döner einfach. War die war genial. Ja, also der 1972er, der war schon anders. Der hat mir schon so weggeflasht. Das ist die, und deswegen auch diese Vielfalt so ein bisschen. Hey, wer will den Klassik probieren? Wer will den 72er probieren? Jetzt machen wir das, machen wir den 35-Euro Döner. Hier habt ihr das Fleisch dafür, ne? Boah, das sieht schon fett durchzogen aus. Das ist ja fast nur Fett. Nicht so wie bei Billigschlachter nebenan. Wirklich, und jedes Mal kaufe ich das. Ich denke mir, wo ist das Fett, Leute? Wie soll das schmecken? Gewürz nochmal. Ich habe Algen drauf, das hat er mir empfohlen, und Pastinakencreme. Hört sich jetzt ein bisschen special an, ich habe aber auf seine Empfehlung einfach gehört, weil er sich was dabei gedacht hat, eine Kreation entwickelt, die er passend findet, und jetzt werde ich das mal testen, das Ganze. Pastinakencreme, auch sehr interessant, in der Hocke hier am Start. Also eins sage ich euch, es hat absolut nichts mit Döner zu tun, ohne das negativ zu sagen. Es ist einfach kein Döner. Man muss es in einer anderen Kategorie sehen. Was aber im Fleisch so krass ist, ich kenne das von Dry Aged Beef. Das kriegt so eine leicht buttrige, liebliche Note. Und ihr habt ja beim Fleisch gesehen, diese Fettdurchzogenheit, diese Marmorierung. Ihr merkt, ihr schmeckt dieses Fett, ihr schmeckt diese Qualität vom Fleisch, 100%. Algen haben wenig Eigengeschmack, bis gar nicht. Ihr kennt Pastinaken, kennt diese leichte, süße Lieblichkeit von Pastinaken. Da würde ich behaupten, schmecke ich was raus. Bei so einer Qualität darf man natürlich nicht krass mit Salz überlagern. Aber für mich, mein Geschmack, ein ganz klein bisschen mehr hätte rangekommen. Einfach, das unterstützt ja auch ein bisschen, finde ich. Ist ja irgendwie so natürlich auch ein Geschmacksverstärker. Ich werde mal dem Gihan sein Urteil verpassen. Ich habe jetzt mein Urteil für dich, für alle drei Döner. Für mich von dem normalen Döner der 1972er deutlich der Gewinner. Ich gebe ihm sogar im Ranking 8,4 Punkte von 10. Der hat mir richtig gut geschmeckt. Du schmeckst Qualität anders als diese Standarddöner. Schöne Soße, alles top. Ich fasse mich jetzt kurz. Ja, der erste, den fand ich auch nicht schlecht. Würde ich auch eine 8 sogar fast geben. Ja. Ne? Den hier,
den 35-Euro-Döner. Ist für mich, das ist kein Döner, den kannst du nicht in der Kategorie Döner werten. Ja, sagtest du ja selber vorhin zu mir. Müsste ich in der Dönerbewertung bewerten, würde ich ihn ungerechterweise nur eine 7,4, 7,5 geben, weil es halt kein Döner ist. Aber wenn ich ihn jetzt unabhängig davon bewerte, als Essen. Sandwich. Ja, als Sandwich mit diesem Topfleisch. Wenn man an den Gedanken reingeht, ich esse ein Sandwich oder Brot belegt mit Fleisch, kriegst du von mir auch eine 8,5, vielleicht sogar ein bisschen mehr, sagen wir mal eine 8,7. Bei dieser Qualität des Fleisches geht es gar nicht anders. Also, aber nicht Kategorie Döner. Deshalb, ich kann jedem empfehlen, das hier zu essen, Jan, aber geht nicht mit der Empfehlung, mit dem Gedanken rein, ich esse Döner. Genau. Das hat nichts damit Absolut. Zu tun. Aber ihr habt gutes Fleisch, ihr habt gute Zutaten von einem Koch, ein konzipiertes Essen. Also Gian, ich danke dir für das Erlebnis. Danke dir. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Dann war es das mit dem Video. Also supportet das hier, das ist gutes Essen. Essen für den Gaumen, nicht irgendwie so ein ungesunder Fastfood-Kram, sondern was Feines. Und dann danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen oben und einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal.